Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar. Zurück mit Ostriff. Weiter geht's. Wir sind hier bei unserer schönen Siedlung und sind dabei. Wir haben die Fischerhütte gebaut, aber ich brauche noch das Bootsdingensbummens. Damit wir Bötchen bauen können. Das Boaty Yard. Das, Boaty McBoatface. Worauf ich aufpassen muss, wir unbedingt aufpassen müssen, ist Nägel. Wir müssen unbedingt gucken, dass ich Nägel produziere, weil sonst lande ich hier ganz schnell in so einem Dead End. Und das ist überhaupt nicht gut. Not enough food for sale. Es kann sein, dass wir jetzt schon sterben. Production. Wo? Haben wir eine Mine? Oder wo kriege ich nochmal Eisen her? Ich glaube, das können wir nur kaufen, soweit ich weiß. Ich habe vergessen, woher wir das kriegen. Claypit, Thatchery, Smithy. Makes nails, houses, metal tools. Vielleicht macht er die einfach so, von irgendwo. Tada! Sehr schön. Dann brauchen wir jetzt einen Worker. Lassen wir mal. Machen wir hier mal einen weg. Bäm. Bäm. Den lassen wir auch mal weg. Wir machen erstmal hier ein Bötchen. Zwei Stück. So, was haben wir denn noch für Essen? Was können wir denn noch machen? Farm. Manage Works Crop Rotation. Ich glaube, Fisch ist erstmal am wichtigsten. Das geht am schnellsten. Braucht nicht mehr. Charcoal. Produce Charcoal from Firewood. Make Snails. Horseshoes. Metal Tools. Wir bauen jetzt mal den Smithy, um zu gucken. Granary, Warehouse, Trading Post. Trading Post, der ist er. Der ist eigentlich auch wichtig. Card Parking. Vielleicht bauen wir einfach erstmal den Trading Post. Um irgendwie irgendwas zu handeln. Weil alles kostet Nägel. Und wenn ich keine Nägel bekomme, haben wir ein Problem. Ah, das ist halt das, was ich jetzt vergessen habe. Aber da steht, ich soll halt Häuser bauen. Bis zu dem Punkt. So, wir bauen jetzt erstmal hier ein Boot. Bauen wir erstmal ein Boot, damit wir Fische reinkriegen. Machen wir hier erstmal Potatoes, Fisch. Ich weiß ja nicht, was wir alles haben. Überhaupt irgendwas haben an Essen. Ich habe völlig vergessen, wo wir das finden. Info-Overlay. Ups. Wir brauchen überhaupt kein Lagerhaus, ne? Aber Nägel ist ein Problem. Sonst haben wir ein Problem. Der Nägel. Ah, 416 Nägel haben wir noch. Reed, Water, Drinking Water, Logs, Clay, Iron, Firewood, Reed. Wir haben kein Essen. Thatch, Clay, Iron. Iron haben wir 10. Nails 400. Okay, das ist gut. Wir konzentrieren uns dann jetzt erstmal aufs Essen. Das ist doch ganz gut. Können wir das erstmal machen? Das wäre jetzt sehr wichtig, Leute. Baut das Schiffchen. Ah, ein Haus fehlt noch. Dann haben wir die, die wir 2, 4, 6, 7. Ich weiß nicht, ob das reicht. Reicht nicht. Da, er baut das Boot. Er hakt drauf wie so ein Bescheuter. Guck hier. Mit der Hand. Ding, ding, bing. Und zu Wasser lassen, bitte. Wäre toll. Zack, da ist es. Er rudert rüber. Das ist cool, oder? So, machen wir hier einen weg. Da müsste jetzt auch hier der Fischer antanzen. Ein Boot lassen wir noch bauen. Zack. Ach, sehr schön. Oh, ist das cool. Es ist so schön angenehm, ne? Oh, ich würde jetzt auch gerne auf dem Ruderboot sitzen. Auf dem See. Meine Güte. Okay, dann haben wir das wenigstens. Brauchen wir das Haus und wahrscheinlich noch eins danach.
Oder wir warten mit dem Haus. Und wir bauen zuerst den Trading Post. Warehouse. Das haben wir auch nicht. Granary haben wir nicht. Carparking. Carparking habe ich gerade gesagt, ne? Ja, Carparking. Wir machen mal... Ich will ja den Schmied bauen unbedingt. Einfach um sicher zu gehen. Und noch ein Haus. Kostet 100 Nägel. Aber der Schmied kann bestimmt noch ein paar Nägel machen. So. Da, Fisch. Essen. Essen für die Menschen. Das ist gut. Sehr schön, dann haben wir das auch. Fisch. Workers. Laborers. Laborers. Immer noch nicht alle in Häusern. Population Economy. Builders. Achso, da kann ich auch... Zack, zack. Ein paar Bauarbeiter abziehen. Kann ich hier noch einen dazu machen. Und hier auch. Ja, die sollen sich ruhig Zeit lassen beim Bauen. Weil keine Eile. Das ist der Bürgermeister. Jaroslav Tuitunnyk. Der Tuitunnyk. Aber eigentlich müssen wir doch jetzt genug haben. Ich hab die doch da abgezogen. Und den mal weg. Kann auch sein, dass sie gerade Pause machen oder andere Sachen alle zu tun haben. So, dann wird der Schmied jetzt gleich fertiggestellt. Und dann gucken wir mal. Ich habe das voll vergessen, ne? Mit dem Eisen, aber irgendwas war damit. Es kann sein, dass es gar kein Eisen gibt. Und erst irgendwie, weil man es erhandeln muss. Ich bin mir jetzt halt nicht mehr sicher. Deswegen müssen wir den Handelsdingens bauen. Wir haben ein bisschen Gold. Geht doch runter. Da. Jetzt baut das Boot. Das ist gut. Dann haben wir das zweite Boot. Dann können wir Gott sei Dank den zweiten Fischer einstellen. Da. Fertig. Wunderschön. So, dann brauchen wir da jetzt erstmal keinen mehr. Jetzt haben wir erstmal den Fischer. So. Ist die Frage, ob das genug ist. 0,2 Fisch. Wunderschön. Okay, man muss echt aufpassen. Ich bin hier so seelenruhig am Anfang und habe ganz vergessen, wie knüppelhart das Spiel eigentlich sein kann, wenn man nicht aufpasst. Das ist das Problem. So, okay. Granary. Granary. So, dann bauen wir den Trading Post, weil der muss gebaut werden. Da haben wir den Ein- und Ausgang. Guck. Ich weiß nicht, woher die Leute kommen. Deswegen bauen wir den am besten... Jetzt wollen wir den hier hinbauen. Erstmal muss jetzt das fertig gebaut werden. Und dann haben wir den Trading Post und dann haben wir die Sachen, die ich unbedingt gebaut haben wollte, um meine Probleme nicht in so ein Dead End zu kommen. Sehr schön. Bring den Fisch. Das ist wunderbar. Wir ordern mal noch ein Boot. Was soll's? Dann haben wir drei Boote. Build houses for families. Camp before winter. September! Ja, wir bauen das ja noch. Das ist in Dingens. So, hier haben wir jetzt den Dingens. Nail Metal Parts 100. Production Limits Metal Parts. Mach erstmal. Gucken wir mal. Da müssen wir wahrscheinlich... Ah, hier ist noch der Typ, der holt jetzt holst du das dritte Boot. Waiting. Iron. Holt er jetzt. Haben wir hier ein... So ein Wiki? Okay, dann muss ich mal nächste Folge gucken. Zwischen der und der nächsten Folge. Wie das nochmal genau war mit dem Eisen, weil da war irgendwas. Ich hab's nur vergessen. Kann sein, dass wir es nicht... Es gibt halt keine Mine, glaube ich. Wir müssen es einfach erhandeln. Ach, sehr schön. Das hat er.
Bam, weg. Okay, dann haben wir den auch. So, Schmied haben wir auch. Sehr schön, dann haben wir das Essen. Fisch ist zwar ein bisschen einseitig, aber hey. Ne? Not enough charcoal. So, dann machen wir das mal als nächstes. Charcoal Pit. Kommt hier schön. Pass auf, kommt hier hin. Machen wir zwei Stück. Können das nämlich direkt hier machen. Ach, guck mal, die bringen das auch einfach direkt von dem... Die Holzfäller machen das einfach direkt. Oder die Frauen der Holzfäller. Es wird dann zugemacht. Ne? Bumm. Und dann kohlt das und daraus wird dann Kohle. Ja, so ist das. Oh ja. Wusch. Construction complete. Village House. So. Jetzt will ich gerne wissen. Open... Mackenzie's Adults, no housing available. Wir haben noch eine Familie übrig. Noch eine Familie. Vielleicht ziehen sie auch jetzt gleich ein. Sonst müssen wir noch ein Haus bauen. Iron 5, Firewood, Nails. Haben wir noch Nails? Das sieht nicht danach aus. Haben wir nur Nails, bitte. Charcoal. Wenn die Charcoal fertig ist. Immerhin haben wir das. Guck mal, Thatcher haben wir auch genug. Was können wir denn eigentlich verkaufen? Guck hier, Fisch. Sehr schön. Aber es reicht noch nicht für Plus. Was können wir denn noch verkaufen? Salt, aber nur Nahrungsmittel, ne? Schick mal, was wir alles kriegen. Honig, Salt, Firewood. Firewood können wir verkaufen. Das ist wichtig, dann frieren die Leute. Das habe ich voll vergessen. Shoes, Clothes haben wir alles nicht. Leider nicht. Da, jetzt müsste der theoretisch bald anfangen. Da. Guck mal, ein Riesenberg Kohle. Ah, das wird einfach oben aufgemacht. Okay. Na ja, schön, der wird schon mal gebaut. Oh yeah. Sehr schön. Nägel. Wunderbar. Das funktioniert. Gibt es eigentlich noch mehr Hintergrundgeräusche? Aber es gab sowieso noch nie viel. Englisch. Gibt noch Russisch. Glaube ich. Kyrillisch auf jeden Fall. Sehr schön. Da kommen direkt die Nägel raus. Guck mal, das war nämlich jetzt schon ein Problem mit den Nägeln. Macht noch ein paar Kisten Nägel. Das wäre nämlich sehr wichtig für uns. Und es kommt der Herbst. Das ist nicht so gut. Und dann bauen wir lieber noch schnell das letzte Haus. Sonst haben wir Tote. Oder Leute, die ausziehen. Immerhin ist Essen da, richtig? Not enough food for sale. Guck, Firewood wird jetzt auch verkauft. Aber da ist niemand, der irgendwas... Doch, da ist ein Verkäufer. Higher Options. Higher Man, Higher Woman. Ach so, das ist egal. Siehst du, ist doch gut. Können wir alles anstellen, was wir wollen. Können wir doch auch hier... Higher Woman. Geht das nicht? Gleichberechtigung, was soll das? Laborers geht schon, Workers nicht. Okay. Keine Nägel. Oh, mach Nägel, bitte. Schaffst das schon? Ist nur nicht gerade am Arbeiten, vermute ich mal. Taking Rest. 4,88 Eisen. Komm, was benutzt? Genau, mach Nägel. Komm, auch Essen kaufen. Wir haben ja noch ein bisschen Gold. Ich meine... 10. Mann, schnell ist aber nicht. Scheiße, wie teuer eigentlich das ist, ne? Ist krass. Jetzt hat er genug Nägel, glaube ich.
baut den Handelsposten, meine lieben Damen und Herren. Und danach das letzte Haus. Das wäre nämlich sehr wichtig. Mehr als sehr. So, der ist weg, das ist gut. Wollen wir mal einen von diesen Arbeitern nochmal entlassen? Zwei Arbeiter reichen völlig. Feuerholz. Was macht der eigentlich? Supplying Resources. Ah, okay. Einkauf wird anscheinend. Bildhaus ist. Es schneit! Das ist nicht gut! Family is moving out because it's too cold to live in a tent. Einer. Eine Familie. Eine Familie ist weg wahrscheinlich. Macht's gut, nein, verlasst mich nicht. Ich hab mir doch Mühe gegeben, jetzt ist der Winter da. Und ich glaube, Fische fangen ist jetzt auch nicht mehr Thema. Ich hoffe, dass wir handeln können. Irgendwann noch. Es ist einer der Bauarbeiter weg. Das wäre halt super wichtig, wenn wir das noch schaffen könnten. Oh Mann, das Gebäude dauert so ewig. Oh Mann. Woher nimmt er das Holz? Oh, ist fertig! Gott sei Dank. Brauchen wir gerade eigentlich keinen. Jetzt muss ich gucken. Bilder weg. Warte mal. Okay, hoffentlich haben wir es. Exportstock. Ich kann nicht importieren. Nur Manager in Trading Post, warte mal. Haben wir noch einen Manager? Vielleicht der Herr Bürgermeister? Ist einer weg? Da haben wir keinen. Ich meine, eigentlich müsste es gehen. Haben wir noch einen weg? Oh, Nägel sind da, Gott sei Dank. Wir machen mal ein bisschen Metal Parts auch. Aber Nägel sind wichtiger. Machen wir nur Nägel. Da, Manager, Worker. World Map. Send Messenger, kostet 30. So, gehen wir erstmal dahin. Eine Handelsroute etablieren, dass wir überhaupt existieren. Den Weltmarkt öffnen. Jetzt müssen wir nur den Winter überstehen und wir brauchen Häuser, damit neue Leute kommen. Und wir brauchen Nahrung. Aber wir haben ja schon mal den Fischer. Toll. Ich glaube, wir werden sterben. Wir werden es sehen. Fisch haben wir auf jeden Fall nicht mehr lange. Ist das alles, was wir im Fisch haben? Fisch 2,9. Iron 4,68. Das ist gut. Firewood haben wir genug. Reeds Water. Infinity Drinking Water 9. Wir werden sehen. Ja? Also angeln können sie gar nicht. Dezember. Aber es muss doch nicht ständig gefroren sein. Es gibt doch bestimmt auch mildere. Town Hall. Wir müssen auf jeden Fall. Die brauchen hundertprozentig auch Korn. Also wenn wir irgendwann anfangen, brauchen wir wahrscheinlich so ein Chicken Coop. Was brauchen die denn? Brauchen auch Korn wahrscheinlich. Manage Works Playthrough Crop Rotation. Ja. Jetzt müssen wir erstmal den Winter abwarten. Es gibt hier sowieso nichts zu tun. Nägel werden gemacht. Und der Dingens-Card. Eigentlich müsste man das sehen. Was könnte man denn verkaufen? Charcoal könnte man verkaufen. Verkaufen wir Flamme denn? Charcoal. Verkaufen wir mal 50. Dann müsste das Essen noch bringen, quasi. Können wir nicht bei Worker auf Frauen einstellen? Das geht nicht. Bilder. Aber wir haben noch hier den Karren. Da können wir auch nichts machen, ne? Hire Woman. Okay, die machen das alle. Das ist gut. Guck mal, jetzt bringen sie die Kohle zum Außenposten. Zum Verkaufen. Da. So, das funktioniert schon mal. Gut, dass ich das wenigstens noch wusste. Our messenger is on the way. Ich hab's gar nicht gedrückt, glaube ich.
Guck mal, ist er auf dem Pferdchen. Und geht das fremde Dorf benachrichtigen. Wie toll wir doch sind. Komm, das müssen wir jetzt noch machen. Bevor ich hier die Folge beende. Los, berichte ihnen. Es ist Winter, wir haben kaum noch Nahrung. Wir haben noch Fisch. Und komm, jetzt bestimmt bittet der mir nur irgendwie Steine an. Kühe, Eisen, Iron, siehst du? Charcoal bietet er auch an. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Aha, Mehl, Kühe, Schweine, das ist super. Lime, Buckwheat, Charcoal. Okay, das ist gut. Dann wissen wir schon mal, dass der da ist. Demands, er braucht Mehl. Okay, super. Visiting for 28 or more days. Wir brauchen ein bisschen Eisen. Sagen wir mal, kostet... Machen wir mal 9. Deal. Okay. Carpentry to repair them. Das war eigentlich, was wir mal brauchen, wäre Dingensbummens. Nägel. Viel mehr Nägel. Und die Karren gehen kaputt. Dafür müssen wir Carpentry bauen, klar. Aber wir haben einfach viel zu wenig Arbeitskräfte. Fisch ist überhaupt nicht drin. Wenn die Charcoal überhaupt verkauft wird, wahrscheinlich brauchen wir jemanden, der das haben will. Wird da wahrscheinlich nichts mit passieren. Wir haben noch 700. Es geht. Es tickt zwar, man denkt, es tickt schnell, aber tut's gar nicht. So schnell. Okay, es tickt doch schnell. Ich habe alles zurück. Wir brauchen auf jeden Fall Häuschen, damit wir neue Familien bekommen. Wir brauchen mindestens noch 2. So. Ja, wenn der Sommer anbricht, weil wir brauchen Arbeitskräfte. Das sollen wir jetzt erstmal bauen. Wir gucken mal, dass wir alle verfügbaren Arbeitskräfte da einspannen. Und dann wird das schon gehen. Keine Sorge. Ja, wir werden erfolgreich sein, Leute. Also, wie immer, bis dahin. Haut rein, Leute.